dem Alter, also 13, 14, fängt das an. Da merkt man nicht mehr noch. Das war viel schlimmer. Ich war nicht nur schüchtern, ich war sowas von daneben. Selbstfindungsphase kannte ich nicht. Wenn mein Vater mich am Mittagstisch, wenn ich aus der Schule kam, fragte, wie geht's dir? Gut. Gibt's was Neues? Nö. Was hast du vor? Nicht. Wir reden so ein bisschen Berlinerisch, aber mein Vater kam aus Berlin. Wie auch immer, es war nichts zu machen mit mir. Aber dann irgendwann hat meine Mama gesagt, schenk ihm doch eine Gitarre, der trommelt immer überall rum. Dann habe ich eine Gitarre, eine Wandergitarre bekommen. Fand ich das bescheuert. Ich habe immer die Piratensender gehört, so aus England, da gute Popmusik gehört und eine Gitarre. Nee, das fand ich überhaupt nicht witzig. Aber ich habe es gelernt. Sofort eine andere Gitarre gekauft, ein bisschen Jazz gemacht. Und eines Tages kommt ein Schüler zu mir, weil er kenne, sagt, ich wusste gar nicht, dass du Bände spielst. Ich sage, du kannst doch nicht wissen, wieso soll ich Bände spielen? Ja, wir wissen, dass du bei einer Audition teilnimmst. Das heißt, bei einer Anhörung von Bändespielern, weil der Bändespieler der hauseigenen Dixieland-Gruppe, der Domschule zu Schleswig, wo ich herkomme, hat Abitur gemacht und war weg. Jetzt suchten die neuen, hatten schon Ausschreibungen gemacht nach Kiel und überall hin. Mein Vater kriegte das mit und sagt, den melde ich an. Da bin ich nach Hause und habe gesagt, Papa, das warst du nicht du, oder? Sagt er, was? Ich sage, ich bin angemeldet zum Venue-Vorspielen. Ich weiß gar nicht, wie Venue aussieht. So quasi. Sagt er, ja, das war ich, mein Sohn. Es ist ganz einfach. Wir haben dir gleich einen Lehrer mitgeliefert. Du kennst doch den und den, der spielt eine wunderbare Jazz-Gitarre. Sagt er, der spielt Gitarre, aber kein Venue. Sagt er, du machst es ein bisschen anders. Wir lassen die beiden letzten Seiten weg, die Tiefen, die E und die A. Ich sage, oh, weißt du, wie die Seiten heißen? Sagt er, ich habe